Macht's gut, ihr Flaschen. Und willkommen zurück zu GTA 5. Da geht gerade mein Telefon und ich gehe direkt mal dran. Brother O'Neill. Fuck you, man. Whoa, whoa, whoa. You're the guy stealing contracts. You burnt the farm, killed my brothers. You had too many brothers. They needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Mann, ich weiß nicht wann, aber ich werde kommen. Okay, warte, wir fahren jetzt erstmal nach B. Und gucken mal, was B für mich hat. Er ist, glaube ich, nicht so beliebt hier, der Typ. Ja, ist das nicht... ist das nicht so weit? Ich weiß auch gar nicht, man muss ich mal erzählen. Aber ich denke mal, Singleplayer machen wir diesen Monat noch voll. Wie das anhört. Und ich glaube, dann werde ich mal auf den Online-Modus switchen, weil der funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Ich bin schon relativ viel rumgefahren hier mit... mit Zombie, umgespielt, Delay und so den ganzen Spaten. Und deswegen dachte ich, dass das vielleicht lustiger ist, wenn man ein bisschen Online-Modus hochlädt. Gibt jetzt auch so eine kleine Entschädigung für die Leute, weil es ja im Online-Modus ein paar Probleme gab. Da hat Rockstar dann gesagt, pass mal auf. Obwohl, ich merke gerade, hat letzte Woche Rockstar gesagt, ich sag das mal so, pass mal auf, jeder von euch kriegt $500,000. So, auf einer Art blöd, weil dann kann man sich eine fette Wohnung kaufen und quasi ein dickes Auto und dann hat man erstmal eine gewisse Motivation nicht mehr da. Aber meine Motivation war jetzt immer die ganze Zeit die Wohnung. Oh, warte, das hat los. Ah, der Geldtransporter. Jedes Mal ist der hier, aber will ich gar nicht machen. Ich will jetzt erstmal nach B düsen. Fuck. Ich guck nur auf die Karte, ey. Jesus. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch für Missionen machen. Vielleicht schaffen wir das Spiel ja auch noch durch bis zu dem Zeitpunkt, also diesen Monat. Das wäre awesome. Und dann kommt es halt immer so random. Mal hier eine Folge, mal da eine Folge vom Online-Modus und von... Kann man auch vielleicht mit ein paar anderen noch zocken. Oh je. Yeah. Und wann so eine Folge kommt, das werde ich dann auch im Kanal hinterlegen. Dass dann quasi so eine Art Upload-Plan hinten dran ist. Und dass man dann alles erkennen kann. Hör mal. Das rasen wir erstmal hier durch. Guck mal, da ist er schon. Da oben. Ach, das ist der Computeraffe, ne, der da wohnt. Oder? Nee. Oh, ich höre Michael. We're straight. Oh, absolutely, yeah, yeah. You killed people, you tortured people. Here's Trevor. Great! Looky-looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts! Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave.
Was für Wichser. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Yeah, Michael. So, was soll ich machen? Was soll ich machen? Verlasse das Gebiet. Toll, und das war dann hier so mit der Mission? Hallo. Damn it. Alle, verlasse das Gebiet, fahr weg. Oh, ich kann speichern. Das ist immer, wenn ich zwischendurch was anderes zock, dann oder mal anders zock. Dann kommt dieses Ding. Ach, guck mal, Konferenz. Guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. The garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh, yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. So, was soll ich machen? Vorbereitungsaufträge sind verfügbar bei HS. HS. Ach, da. Fahren wir nach HS. Okay, ich glaube, da muss ich ein Fluchtfahrzeug finden. Ach, guck mal, wie geil. Direkt dumme Ecke. Hui. Dieses Fahrzeug hat Trevor? What the fuck? Was muss ich denn jetzt da holen? Oh, ich war im Gegenverkehr. Egal, warte. Kriegen wir hin. Mal gucken, wie ich hier runterspringen muss. Ein Stück noch. Ach, guck mal hier. Cool. Boah. Alter. Ja, Entschuldigung. Guck mal, interessiert den gar nicht. Ammonination, was soll ich hier holen? Kaufe 3 Overalls. Ne, Waffen nicht, Overalls. Wo sind denn Overalls? Hm? Ach, da hinten. Ah, I see. Yeah, man. Mein Stuhl dreht sich immer. Dunkler Arbeitsoverall. Ich kaufe ein Overall für Trevor. Komm, die sind cool. Hab ich. They offered me a job in corporate. I said no. This is where I belong. Achso, verlasse Ammunition. Aber ich könnte theoretisch noch die Waffen tunen, aber lasse ich jetzt mal. So, dann fahren wir da hinten nach HS. Bestanden. Vereinte Farben. Warum das denn? Das waren nur gleiche Farben. Ein schneller Einkauf war doch noch zu langsam. Super. Warte mal. Das ist auch geil. Ich habe im Online-Modus versucht, Pause zu machen. Rase voll auf irgendwas zu. Drück Start, weil ich dachte, pausiert ja. Von wegen. Fährt weiter und ich bin tot. Oder fast tot. So rum war's. Gut. You're a fine fucking fool. Boiler suits can come off the shopping list. So, warte, durchfahren. Durchfahren.
Das war wieder super knapp gewesen. Ach komm, wer bremst, verliert. Oh, fuck. Haben Sie Ihr Ziel erreicht? Ja. War super knapp. Ja, lauf schön weiter. Beeil dich. Kaufe 3 Masken. Ah ja, warte hier. Komm, die Schweine sind cool. An immediate change to your aura. Amazing. So, Masken haben wir, brauchen wir noch den Müllwagen, ne? Klischee. Was ist denn Klischee? Clowns, oder? Genau, Clowns wäre Klischee, glaube ich. So, was ist hier in der Nähe? Boah, voll die Shopping-Folge hier. Okay, in der Nähe ist übertrieben. 2,5 Kilometer, aber immerhin. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Ich muss immer die ganze Zeit diese Karte unten im Blick haben, ey. Total ätzend. So, wir rasen jetzt mal durch nach nach HS, wie immer HS. Oder ist das H5, was weiß ich. Aber hier, ich glaube, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier ist die Werkstatt, oder nicht? Ja, genau, da hinten. Ich kenne mich hier schon aus. Hier bestimmt, wenn wir jetzt schon auswendig können. Fuck! Oh. Nein, lass mich in Ruhe! Komm, ich hoffe, der ist. Okay. Hey! Mein Kotflügel! Echt, der ist abgebrochen vorne? Jo, krass. Super krass. Sieht aus wie ein Hotel. Oh, nicht erwischt. Kann ich durch die Bushaltestelle? Och, Manno. Weißt du, so ein blödes Papierhaus. Was ist denn los mit meinem Stuhl, ey? Und go. Boah, das war ein Truck. Der ist mal richtig cool. So ein komplett schwarz. Aber egal, ich soll einen Abschleppwagen klauen. Ich kann dagegen treten. Oh. Ich wollte nicht gegen dich hauen. Opa. Nein. Der Opa schlägt mich tot. Ich brauche mit Schalldämpfer. Ach, guck mal. Hä? Okay, ich wollte ja unauffällig den Wagen klauen, deswegen wollte ich den erst tot machen. Wollte nicht unbedingt erst hauen. Zum FIP-Parkplatz. Boah, da kann man voll hoch. Ich könnte wetten, dass ein Monster-Jump da links gewesen. Oh, falsch rum. Boah, voll die Riesenpipe hier an der Seite. Nice. Komm, fahr.
Sehr gut. Achso, jetzt fahre ich einmal rum, dann auf die Brücke, über die Brücke, dann noch 2 Kilometer und dann sind wir da. Gut. Na, warte, ich kann noch hierher. Shit, shit, shit! Och nee, warte. Hä? Komm schon. Jawohl. Ich glaube aber nicht, dass ich da jetzt unbedingt eine Zeitersparnis hatte. Warte mal, was ausprobieren. Macht's gut, ihr Flaschen. So, Autodiebstahl. Cool. Ich muss ja auch irgendwie wieder nach Hause kommen, wenn ich da bin, oder? Och nee. Da fährst du einmal ein Toter, ist ein Bulle? Nein! Ach, komm schon. Oh nein, ich will gar nicht runter. Der kann mich nicht sehen von da oben. Sehr gut, dann drehen wir hier und fahren wieder hoch. Sollte funktionieren. Genau, hier war ich auch schon mal im... Ach, fick dich doch. Wie soll das denn funktionieren? Ach, da war ein Polizist. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will den Wagen aber behalten. Oh, Glück gehabt. So, Abhängteil 2. Ach, wie blöd, hat der so cool gekommen, wenn ich nicht diesen... Was war da, ein Polizist, ne? Ich lasse den Wagen ganz. Ach, fuck. Nein, ich will den hinten loslassen. Scheiße. Das ist nicht das beste Auto zum Abhängen, muss ich ja zugeben. Oh. Oh. Nein. Oh, ich hoffe, die steigen nicht aus. Ne, sehr gut. Aber ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Und bis im nächsten Mal.